So, wir brauchen in diesem Deck Backstep zweimal, Preparation zweimal, Deadly Poison zweimal, Sinister Strike zweimal, Eviscerate zweimal, Blade Fury zweimal, Sieve zweimal, Bloodmage Talnos, Fan of Knives zweimal, Predictions Blade, Acolyte of Pain zweimal, Earthen Ring Foreseer zweimal, SI7 Agent zweimal, Edwin Van Cleef, Gadgetzan Aktionär zweimal, Azure Drake zweimal und natürlich Maligos. So, diese Karten sind vonnöten, um dieses Deck zu erstellen. So, dann kommen wir jetzt zu den Alternativkarten. Und zwar kann der Acolyte of Pain durch den Loot Hoarder ersetzt werden. Das wäre eine Alternative. Das Predictions Blade kann auch durch das Assassin's Blade ersetzt werden. Und Bloodmage Talnos kann durch den Kobold ersetzt werden. Den Akolyten durch den Loot Hoarder zu ersetzen, kann sogar relativ hilfreich sein. Das habe ich jetzt in meinem Deck übrigens auch nochmal geändert. Aber man kann es halt mit beiden Varianten spielen und ist relativ egal, welche man von diesen Seiten aus spielt, muss man schon sagen. Das Predictions Blade gegen das Assassin's Blade zu wechseln, ist eigentlich genauso. Es macht keinen großen Unterschied, muss man sagen. Man hat durch das Predictions Blade natürlich eine höhere Remove-Möglichkeit, aber durch das Assassin's Blade hat man die höheren Blade Fury Damage hinterher. Und Bloodmage Talnos gegen den Kobold zu ersetzen, ist so eine Sache. Also ich würde es nicht empfehlen, aber es ist halt eine Alternative, weil für 2 Mana halt der Spell Damage trotzdem bei beiden da ist, nur dass halt der Card Draw bei dem Kobold fehlt. Und daher muss man für sich selber wissen. Also ich empfehle es nicht, aber es ist halt eine Alternative. Müsst ihr halt dann selber entscheiden. Und ja, dann geht's jetzt direkt weiter. So, dann kommen wir mal zu dem Spiel. Ich versuche euch jetzt mal ein bisschen zu erklären, wie es geht. Also wie man den Maligos Miracle Rogue spielt und auf was man achten muss. Anfang tun wir direkt mal mit der Starthand. Die Starthand ist enorm wichtig. Man braucht Remove-Karten. Aber man sollte auch, wenn es geht, Gadgetzan schon auf Verstand haben. Das wäre eine optimale Hand eigentlich für einen Miracle Rogue oder in diesem Fall halt der Maligos Rogue. Wäre es auf jeden Fall sehr gut. Was ebenfalls wichtig wäre zu wissen, sind die Dagger. In diesem Falle haben wir Deadly Poison auf der Hand. Jetzt muss man wissen, gegen was man spielt und wie man spielt. Deadly Poison kann gut zum Removal dienen, je nachdem, gegen was man halt spielt. Hätte man eventuell nicht angreifen müssen mit den Daggern, dann hätte man einfach nur Dagger und passen können und dann für die nächste Runde Deadly Poison aufheben, um zum Beispiel einen Harvest Golem oder so zu removen. Indem wir auch noch die Coin haben, Fan of Knives und so, ne, wäre auf jeden Fall eine Variante gewesen. So, dann ist ebenfalls wichtig, die Board Control zu halten. Die Board Control zu halten ist auf extremst wichtig. Wir haben nicht viele Minions, wir haben zwar extrem viele Spells, aber die werden teilweise auch dafür zu benötigt, um die Board Control zu halten. Einer Seite ist noch wichtig, dabei noch Karten zu ziehen, wäre natürlich das Beste. Karten zu ziehen macht 50% des Spiels eigentlich schon, oder wenn nicht sogar 70% des Spiels von einem Miracle aus, weil man einfach die Karten braucht, um die Kombination hinterher zusammenzufügen. Daher Schiff in die Fresse oder einfach mal einen Dolchflächer ins leere Board zu werfen, ist überhaupt kein Problem.
So, der nächste Punkt wäre Effizienz und ja, kostengünstig, genau. Kostengünstig sollte es sein. Also, wir haben zwar viele Karten, wir haben auch viele Spells, aber wenn wir dadurch keine Karten ziehen, ist es immer ein bisschen traurig. Daher muss man immer achten darauf, wie man die Karten einsetzt. In diesem Fall jetzt hier nutze ich Backstep und Deadly Poison, was kostengünstig war und Effizienz, weil es einfach so ist, dass ich zwei Karten für eine verballert habe, aber eine noch für einen weiteren Zug habe, so gesehen. Das ist wiederum relativ okay gewesen. Es war jetzt nicht optimal, aber die meisten Karten müssen wir uns auch teilweise für, also zumindest die Spells für den Gadgetzahn aufheben. Daher ist es wichtig, nicht zu viel zu verballern, aber wie gesagt, trotzdem versuchen, die Board Control zu halten. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar Karten. In dem vorherigen Punkt oder in den vorherigeren Punkten habe ich ja schon erwähnt, dass Card Draw eine sehr wichtige Rolle spielt in einem Miracle Deck. Was bedeutet, dass man Karten ziehen sollte, wo gut es geht? Deswegen auch der Akolyt oder ein Loot Hoarder dabei in einem Deck zum Beispiel oder halt Karten, die allgemein eine Karte auch geben. Und noch trotzdem Damage machen, ist halt enorm wichtig. Daher, Karten zu ziehen ist wichtig. Und das macht, wie gesagt, die 70% des Spiels aus. Ungefähr 70%. Und daher auf jeden Fall Karten ziehen, Karten ziehen, Karten ziehen, Karten ziehen. Das nächstwichtigste wäre sparsam, aber man sollte trotzdem Damage machen. In diesem Fall jetzt hier hätte ich sogar noch Eviscerate in die Fresse von ihm machen können. Also ins Gesicht. Das hätte 5 Schaden gemacht. Und wir müssen auf einen bestimmten Punkt kommen, wo man ihn dann finishen kann. Und in diesem Falle habe ich es nicht getan, aber man hätte es tun können. Man muss halt sparsam mit den Karten sein, ein bisschen, ja. Außer man hat halt zum Beispiel schon die Main-Karte in der Hand. Und zwar Gadgetzahn, den wir jetzt in diesem Falle nicht haben. Oder man macht halt auch noch Damage bei ihm ins Gesicht, was halt wichtig ist. Weil man muss ihn halt auf einen bestimmten Lebenspunkt kriegen, um ihn dann hinterher mit Maligos finishen zu können. Oder Maligos muss überleben, was halt auch noch wichtig ist. So, und das war's dann jetzt auch langsam mit dem Vorzeigespiel. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, was ich damit sagen wollte. Im nächsten Punkt geht's dann auf jeden Fall weiter. Jetzt kommt nochmal das Wichtigste von allen. Und zwar geht's jetzt nochmal um den Gadgetzahn. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich da.
Dann kommen wir jetzt mal zum Herzstück des ganzen Decks, beziehungsweise neben Maligos. Kommen wir jetzt mal zu einer der wichtigsten Karten in diesem Deck, und zwar der Gadgetzan. So, erstmal müssen wir wissen, was macht diese Karte. Diese Karte macht, sobald wir einen Spell spielen, ziehen wir eine Karte. Das ist schon mal ein Punkt, warum dieses Deck allgemein überhaupt so viele Spells hat. Abgesehen von dem Removal, was man dadurch hat, und noch zusätzlich ein bisschen Card Draw, ist es wichtig, den Gadgetzan mit seinen Spells zu kombinieren, bis man die Combo auf der Hand hat, die man braucht. In diesem Falle, also in diesem Maligos-Deck, ist es zum Beispiel wichtig, Sinister Strike auf der Hand zu haben, Maligos selber auf der Hand zu haben, eventuell Blade Fury auf der Hand zu haben oder Eviscerate auf der Hand zu haben. Irgendwas, womit man Maligos hinterher gut kombinieren kann. Deswegen ist es auch verdammt wichtig, beziehungsweise beide Preparation müssen in diesem Deck vorhanden sein. Wenn man Preparation nicht hat, dann braucht man dieses Deck normalerweise schon gar nicht spielen. Genauso wie Maligos und Aktionator. Diese Karten müssen da sein. Sonst bringt das ganze Deck leider nichts. Jeder hat, glaube ich, schon mal mit Gadgetzan gespielt. Sofern man diese Karte hat. Oder man hat sie zumindest schon mal irgendwo gesehen. Ob in der Arena oder als Gegner. Oder ob der Gegner das hatte in einem Constructed Game oder ein normales Spielen oder ein Kollege. Daher sollte das Grundprinzip des Gadgetzan eigentlich klar sein. Ich denke, damit habe ich eigentlich auch das Wichtigste angesprochen, was es mit dem Gadgetzan zu tun hat. Also ich kann es nochmal kurz zusammenfassen. Gadgetzan ist in der Hinsicht wichtig, weil man dadurch die Karten zieht, die man braucht, um die Kombination bzw. die Combo zu bekommen. Und dass man den Gegner halt so schnell wie möglich dann finishen kann. Und Maligos ist halt mit seinen Spell Damage nicht gerade low. Verbraucht zwar ein bisschen viel vom Mana her, aber wenn er eine Runde überlebt, dann ist es auf jeden Fall schon fast GG, kann man schon sagen. Daher denke ich mal, habe ich alles gesagt. Gadgetzan ist erklärt, Deckzusammenstellung ist erklärt, Spielweise ist erklärt. Und ich denke, damit hoffe ich, dass ihr damit was anfangen könnt. Ich habe es jetzt so gut wie möglich halt versucht zu erklären. Ich habe es euch ein bisschen gezeigt, wie es gemacht wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also haut rein. Tschüss.